Im Leichtgewicht starten 20 Athleten. 130 Kilogramm beträgt das Hantelgewicht. Janko Rusev aus Bulgarien. Hirai aus Japan. Kaczmarek aus Polen. Villa Lobo aus Kuba. Kilogramm. Noch immer 135 Kilogramm.
137,5 Kilogramm wurde erhöht. Der Kubaner ist leichter als Rusev und ist bereits Weltmeister im Reißen. Beim Stoßen ändert sich das Bild. Um die Medaillen kämpfen nur mehr Ambras aus der Deutschen Demokratischen Republik, hier mit 170 Kilogramm, der Bulgare Rusev und der Pole Kaczmarek. Ambras erreicht 300 Kilogramm. Kaczmarek 172,5 Kilogramm. Kaczmarek tritt nach diesem Versuch nicht mehr an. Vorläufig führt er im Stoßen und liegt im Zweikampf mit 302,5 Kilogramm an zweiter Stelle. Um den Polen zu überbieten, müsste Ambras 175 Kilogramm stoßen. Rusev erhöht mit diesem Versuch auf 175 Kilogramm sein Zweikampfergebnis auf 310 Kilogramm und er ist bereits Weltmeister. Für den letzten Versuch des Bulgaren Rusev wurde das Weltrekordgewicht von 180 Kilogramm aufgelegt. Nochmals versucht der Bulgare sein Glück an der 180 Kilogramm schweren Stange. Und das ist neuer Weltrekord im Leichtgewicht, 180 Kilogramm.